Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Resident Evil Revelations 2. Wir waren ja gerade eben in einen super mega Boss Fight verwickelt hier und haben noch einiges erfahren über Natalia und über den Freund von Claire, der bei der, wie nennt man das, bei der komischen Security gearbeitet hat und sich jetzt leider verwandelt hat. Das kann nicht dieselbe Frau sein. Wo ist Moira? Wo ist sie? Ich habe sie und die anderen begraben unter einem Berg von Furcht und Verzweiflung. Sie haben sie umgebracht. Mann, Mann, Mann. Das war Alex Wesker. Sie war verantwortlich für das Experiment vor 6 Monaten. Sie nannten sie die Aufseherin. Sie hat mir Moira weggenommen. Und nun werde ich nie... Und für was die ganze Scheiße? Entschuldigung. Ist schon gut. Sie hat gesagt, sie wird wiedergeboren. Wiedergeboren? Durch das Virus? Wozu braucht sie da meine Kleine? Das ergibt keinen Sinn. Tut mir leid. An den Rest kann ich mich nicht erinnern. Oh, Süße, tut mir leid. Das ist mein Problem, nicht deins. Mach dir keinen Kopf. Das war doch mal ein super Auftakt für eine neue Folge, oder? Was sagt ihr? Barry, geht's dir gut? Ja, hab mich nur erinnert, wie ich immer mit Moira und Polly spazieren gegangen bin. Wart ihr eine gute Familie? Wir haben es versucht. Moira und ich haben oft gestritten. Auch als sie größer war. Weil sie so schlimme Wörter benutzt? Nein,
Das macht sie nur, um mich zu ärgern. Ich habe den Keil zwischen uns getrieben. Ich habe echt versagt als Vater. Sie und Polly haben im Haus gespielt. Ich hatte vergessen, meine Pistolen wegzuschließen. Und Moira hat... Polly hatte einen Unfall. War es Moiras Schuld? Nein. Es war meine. Aber ich bin laut geworden und... Ich bin wohl nie dazu gekommen, die Verantwortung zu übernehmen. Polly hat überlebt, Gott sei Dank. Aber nicht ich und Moira. Wir haben uns entfremdet. Ich glaube, sie hatte dich noch lieb. Danke, dass du das sagst. Aber ich muss es eingestehen. Ich konnte sie nicht retten. Aber ich werde dich retten. Ich verspreche dir, ich hol dich hier raus. Ich weiß. Danke, Barry. Was ist zwischen den beiden passiert? Ist okay. Ich kann jetzt laufen. Bist du dir sicher? Na gut, Partner. Runter mit dir. Vielleicht werden wir die Geschichte noch erfahren. Und ob Mulder wirklich noch lebt und Claire. Wollen wir mal nachladen? Genug mit der Duselei, sag ich jetzt mal. Müssen ja natürlich auch mal wieder weiterspielen hier. Achso, wir haben ja, glaube ich, eine Taschenlampe, ne? Auch wenn ich jetzt immer noch nicht so richtig weiß, wo die Symbole sein sollten, aber... Naja. Irgendwann finden wir sie schon. Spätestens, wenn wir das zweite Mal durchspielen. So, dann gucken wir mal. Hier müssen wir wieder hoch. Dann ist es ja die gleiche Passage, bloß halt rückwärts, denke ich mal. Freunde sind immer noch da. Okay, der Schalter ist abgebrochen. Wieso war denn das letzte Mal da oben sowas? Achso, das ist jetzt eingestürzt. Wie kommen wir wieder zur Oberfläche zurück? Oh, geht's mal durch, nimm sich den Stein. Copschuss. Pink Lady. Die habe ich ja schon wieder fast vermisst. Ich bin mal gespannt, ob wir auf den Mann nochmal treffen werden. Ja, immer mit der Ruhe hier, okay? Hier kriegt jeder sein Fett weg. Hier unten sind wir nicht sicher. Geht's dir gut? Ja, und dir? Naja, geht so. Gibt mal das Essen vertragen. So. Jetzt bin ich schon wieder. Na komm, Edmund Franklin. Acht Jahre zu. So, da könnt ihr jetzt... ist ja eklig, man hört doch mal auf jetzt. Ich die Kamera nutze oder was? Kommen die? So. So, kommen sie mal mit, Junge, da. Passt doch der Ape viel besser durch. Ah, da ist noch so eine... Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Toll. Ich denke, die passt da nur durch. Na? Das war aber knapp.
Oh, sind wir da. Nein! Ah, das war schon besser. Boah, das war aber auch knapp. So, was haben wir hier? Sturmgewehrmunitionshalter. Zack. Noch ein Emblem. Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht, dass sie hier durchpasst. Problem ist, gehen wir jetzt da hoch? Tun die alle wegnatzen? Ja, machen wir mal so, probieren wir es mal. Achso, wir können das ja gar nicht von hier oben, oder? Ich hab doch hier so ein Scharfschützengewehr. So, wie war das nochmal? Also, war da vorne unten noch jemand, oder? Shit, der ist zu weit weg, oder? Ah, ist er doch. Also toll, so Zoom-Stärke ist jetzt aber auch nicht. Zack! So cool. Hier mal wieder runter. Juhu! Ah, ist gut. Machen wir es jetzt? Wie gibt's denn von dem Vieh? Komm hier mal wieder nach, oder was? Bonkt jetzt! Hab den krieg mal. Alter, wie ist das mal? Dieser Pointer eigentlich wieder online. Mir gefällt es irgendwie besser. Muss schnell mal gucken. Hallo? Ich hab da letztens die Kiste runtergeschmissen. Das hat mich jetzt auch schon wieder so ein bisschen, ich weiß nicht. Das ist ein Ziegelstein, der bringt mir auch nichts. Ah, da ist doch die Kiste. Ich könnte mir ja theoretisch das Stück noch holen. Ah, nicht. Zack. Alter, was liegt denn hier alles rum für Leute? Ja, ist aber cool. Ja. So geht's nämlich. Nicht onascht. Können Sie jetzt mal bitte liegen bleiben? So. Ich muss ja meinen Job machen. So. Magnum brauchen wir immer. Eine rote Pflanze brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber. Rauchpulver. Wir haben so viel Zeugs, aber irgendwie keine Flasche. Hm. Ah, jetzt geht man mal rüber. Ja, das haben wir ja damals weggeschossen. Sieht man doch, oder? Ja. So, rote Pflanze. Brauchen wir rote Pflanze? Ja, ich weiß nicht. Ah, wir haben eh genug. Brauchen wir nicht. Zack. So, weiter geht's. Was liegt da hinten? Ja. Wir sind schon Gewehr oder was? Da liegt doch eine. Ist das eine AK? Ist eine AK? Wie komme ich da bitte schön ran? Das hat irgendwas. Das was damit da oben zu tun. Ja, natürlich. Ah, dann. Nimm mal den komischen. Hä, wo kommen die hier? Also. So, dann nimm mal jetzt mal den Kasten hier mit. Schauen wir mal. Das ist ja theoretisch. Müsste da ja.
das dran gestellt werden und dann müsste man ja eigentlich da hochkommen, oder? Ich überlege gerade noch von welcher Seite. Nee, es muss von da sein. Das muss von da sein. Ich möchte mal wissen, ob das von dem Opa ist. Die AK. Das wäre ja mal cool, wenn wir die jetzt noch kriegen, ja. Kein Ventil, okay. Das ist behindert. Was, jetzt wo ist das Ventil? Ist da unten irgendwo? Nee. Wo ist das Ventil? Ist das weiter vorne oder nicht, dass man das näher hier... Was ist denn da unten? Kommen wir doch durch, oder? Sorry, dass es jetzt mal ein bisschen länger dauert, aber ich hab... Ich weiß nicht. Muss man doch irgendwie das Ventil noch suchen. Ich habe jetzt nämlich keinen Bock, die schöne Waffe da liegen zu lassen. Muss ich wissen, wo das Ventil sein soll. Dass es vielleicht da oben ist? Wir machen es mal so. Ich nehme jetzt noch mal den komischen Kasten... jeden Fall noch mal mit. Ne? Dann gucken wir mal, ob das vielleicht da oben liegt. Wenn ich mir das halt wieder zurücktragen, ist ja nicht so schlimm. Oder ob das vielleicht da irgendwo drin liegt. Oh, ich hasse komische Dinge immer. Kann man das nicht irgendwie ein bisschen... Ja, okay, aber ich kann das ja nicht da oben hinlegen, oder? Die Datei aufheben. Nee, es geht nicht. Ach, schade. Und Morg? Ja, jetzt langt's. Ja, es war so schön gewesen. Überall so komische Ritzen. Da oder wir finden es noch. Boah! Wir gehen erstmal da lang gucken. Da war doch klar, habe ich noch Munition, ja. Ein Ruby. Voll die geile Grafikfehler. Da oben waren wir schon. Liegt nichts, oder? Was heißt hier nichts? Man kann ja jetzt auch nicht sagen, hier liegt nichts und dann liegt da oben eine scheiß Rad, du. Na, machen Sie langsam. Oder ist nicht bei dem Knacker, dass der irgendwie draufgegangen ist. Schon wieder. Was kommt her? Aber nicht zu nah für mich. Ah, da war ja das, ja. Da war das Geheim. So. Vater, bist du noch da? Der ist tot, sag ich doch. Ah, das ist doch so fies. Wo
Der ist doof gegangen. Ist er? Ja. Lass ihn bleiben. Armer Mann. Ganz allein gestorben. Moment. Das ist Moiras. Euch verholt. Mom, Polly, ich glaube, das war's für mich. Ich wollte euch sagen, dass ich euch liebe. Und Mary, Daddy, tut mir leid, dass ich so eine schlechte Tochter war. Nein, schlecht bist doch nicht du. Mary? Es geht schon. Gehen wir. Ich nehme die Insel auseinander für das, was sie ihr angetan hat. Ja. Machen wir, dass wir rauskommen. Bleib in der Nähe, okay? Mach ich. Hat auch viel zu essen mitgenommen. Jetzt haben wir so viel Zeugs hier, aber kein Rad, oder? Ah, was haben wir denn da? Eine schöne Werkbank hier. Feuerrate Stufe 3. Ja, machen wir es jetzt da, oder? Aber sonst noch irgendwas? Hab schon gedacht. Dann haben wir hier noch die Flasche. Alkohol, Schießpulver. Irgendwas, was glitzert. Ah, da liegt ja noch so ein Vieh. Da. Ah, der hat doch was. So, wer das wieder lesen will, der drückt bitte auf Pause, weil es sind 5 Seiten. Ja. Immerhin hat er ein schönes Zuhause. Naja, okay, was heißt schön? Ging ja mal gar nicht nur um. Die irgendwie nicht verwesen. Problem ist da lang oder da lang? Ah, da kommen wir nicht lang. Das ist schade. Schade ist auch, dass ich das irgendwie nicht das Rad gefunden habe. Naja. Oh, das ist jetzt für mich bestimmt. Dahin, bitteschön. Okay. District 4 oder was? Naja, da unten ist... Eine Sackgasse. Sieht eine aus, als kann man die Schleuse von da oben öffnen. Gasse. Ja. Abschnitt auf.
ich jetzt? Muss ich ja theoretisch darüber heben. Oder? Ah ne, da unten. Ah. Hallo, ich habe hier die Ziege der Verzweiflung. So, jetzt muss ich mit der ganzen... Natalia, kannst du die Schleuse von der Seite aus öffnen? Bin doch schon dabei. Einen Moment! Ah, die Wasseraufbereitungsanlage hier. Profi. So, kommen wir hier wieder runter. Oder müssen wir jetzt komplett außen rum? Wir müssen... So, das brauchen wir auf jeden Fall. Oder ums Tageslicht. Da noch drin. Ja, stinkendes Pulver. Ich weiß nicht. Braucht man nicht unbedingt. Oder machen Sie mal weiter. Hallo? Weiter! Bleib da! Bin ein bisschen beschäftigt! Bleib da! Bin ein bisschen beschäftigt! Komm mit mir! Sorry, kann nicht! Warum? Ah, da liegt noch was. Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig! Das ist ein bisschen mehr wie ein bisschen. Ich würde mal sagen, ich gehe erstmal mit Barry ein Stückchen vor. Hallo! Hallo? Zack! Ja. So machen wir das bei uns. Da voll. Da mal voll. Okay, von hinten sehen wir noch keinen. Das hätte ich jetzt nämlich gesagt, wir snipen die alle von da unten ab. Ist ja nicht schlimm. Hey, da hängt was. Man das? Okay, da brauchen wir jetzt irgendwie die Sturmgewehr. Zack. Schön. Barry, schieß auf das Ding vor mir! Das soll also kaputt gehen, oder was, mit einem Schuss?
Ja, yeah, genau. Danke. Ja, okay. Natalia, die Schleuse. Mach ich. Guck mal hinter dir. Lockt jetzt. Okay. Eigentlich habe ich jetzt gedacht, der steht da nicht auf, aber... Oder aber das auch gleich? Kommen da noch welche? Dropkick her. Okay, ich müsste mich wahrscheinlich mal hinhoben, ob das dann mehr bringt. Also der lebt noch, das sieht man. Zack. Ah, lebst noch. Ah, nicht mit mir. Zack. Ich verteile gerne Headshots. Den hat man ja erwischt. Ich hätte unten durchschießen können. Na, so blöd. Samurai H. Bitte schön. Bitte schön. Ich glaube, ob da irgendwo Wasser da. Aha. So, Feierabend. Dann sind wir schön liegen. Sind wir eigentlich gleich am Ende, ne? Ah, ich hätte es wegschießen müssen. Komme. So viel Zeit muss sein. Na, wir wollen ja alles hier. Ah, da wird nicht wieder eine Flasche. Eine Flasche. Okay, das können wir mal wegschmeißen. Können wir hier nicht mal mehr kombinieren. Rauchflasche braucht man nicht unbedingt, aber eine Explosivflasche könnte man rein machen. Da haben wir auch so viel Kram. Naja. Ist, ob wir es nochmal brauchen. Hallo. Nein. Geh doch mal. Na, oh, das kann doch nicht wahr sein, zeigt mal. So, was haben wir denn da? Schönes. War eine seltene sogar. Du.
Schade, dass man jetzt schon vorher gucken kann, was es bringt. Jedenfalls würde ich mal sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Folgen-Cut. Und dann sehen wir in der nächsten Folge... Ah, da ist auch ein Symbol. Das habe ich gar nicht gesehen. Wie es weitergehen wird. Und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Aber erst hole ich mal noch das Symbol da oben. Das hätte ich jetzt fast übersehen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Resident Evil Revelations 2. Mit dieser 2 hier beenden wir die Folge. Also, bis dann. Ciao!